Sommerzeit ist Reisezeit. Das gilt auch für Spitzenpolitiker. Nach der Verabschiedung des Bundeshaushalts am Mittwoch durch das Kabinett ist es jetzt auch für Ministerinnen und Minister fast soweit. Kanzler Scholz stellte sich vor der Sommerpause noch einmal der Hauptstadtpresse. Und die erste Frage, die hatte es gleich in sich, ob er gut ein Jahr vor der Bundestagswahl dem Vorbild von US-Präsident Biden folgen und Abstand von einer erneuten Kanzlerkandidatur nehmen wolle. Danke für die überaus nette und freundliche Frage. Es ist so, dass immer wieder gerne, nicht? Ja, genau. Und nein, die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden. Und die Sommer-PK für uns beobachtet hat Christoph Mestmacher in Berlin. Ja, wir haben gesehen, die Pressekonferenz ist schon mit einer Prise Humor gestartet. Ging es denn in dem Ton weiter? Ach, als humoreskes Feuerwerk würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz war nach meinem Eindruck entspannt, hatte Elemente von Lockerheit. Und er hat, wenn wir schon bei der B-Note anfangen, was ich auffällig fand, heute sehr gestenreich geredet. Normalerweise neigt er ja dazu, sich am Mikrofon festzuhalten und dieses auch nicht mehr loszulassen oder daran rumzunesseln. Und das Gestenreiche heute, das ist sozusagen schon eine Sporteinheit für ihn gewesen. Also ein lebendiger Olaf Scholz. Was waren denn die spannendsten Punkte, die inhaltlichen Hinhörerthemen bei dieser Sommer-PK? Das ist ja immer ein Ritt über alle Themengebiete. Das, wo ich jetzt wirklich News erkannt habe, ist die Antwort auf eine Frage meiner Kollegin hier aus dem Hauptstadtstudio, Nicole Konert, nach der Kindergrundsicherung gewesen. Der Antwort von Olaf Scholz kann man klipp und klar entnehmen, dass die Kindergrundsicherheit in Grundsicherung in voller Schönheit nicht mehr in dieser Legislaturperiode kommt. Auch hier nochmal eine Beobachtung als B-Note. Den Namen der zuständigen Ministerin Lisa Paus, den hat er nicht ausgesprochen. Aber er hat gesagt, dieses Projekt kommt nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Und damit bestätigt, was Bundesfinanzminister Christian Lindner ja schon in seinen berüchtigten Wochenendinterviews angedeutet hat. Was Scholz ja ausdrücklich gesagt hat, ist, dass er weiter Kanzler bleiben will. Aber selbst in der eigenen Partei schwindet ja der Rückhalt dafür und auch die Beliebtheit der Ampelregierung leidet. Wie geht der Kanzler denn damit um? Man muss ihm eine Grundgelassenheit unterstellen bei Meinungsumfragen. Das resultiert auch noch aus seiner Zeit, als er die Kanzlerkandidatur zum ersten Mal verkündet hat. Und der kürzeste Witz in Berlin ja hieß: Olaf Scholz will Kanzler werden. Insofern er glaubt, dass er mit guter Arbeit, mit gutem Regierungshandeln, von dem er natürlich überzeugt ist, dass seine Regierung das anbietet, die Umfragen noch drehen kann. Und er geht mit Optimismus in den Bundestagswahlkampf. Das entnehme ich seinen Worten. Es werde tatkräftig angepackt und dabei bleibe es. Und nüchtern betrachtet muss man ja auch sagen, dass von vielen Vorhaben, die die Koalition sich vorgenommen hat, schon sehr, sehr viele umgesetzt worden sind. Für die Kindergrundsicherung gab es heute das Aus in dieser Legislaturperiode. Auch bei der PK ging ja der Blick Richtung USA, wo wahrscheinlich bald Kamala Harris offizielle Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird. Was hat der Bundeskanzler dazu gesagt? Wie steht er zu dieser Personalie? Ja, er hat Kamala Harris mit warmen Worten beschrieben, hat gesagt, die kann was, sie wisse, was sie wolle, auch was die internationale Politik angeht, und hat so ein bisschen signalisiert, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass sie erfolgreich wird im Wahlkampf. Das, was so bemerkenswert noch war, das ist eine Kleinigkeit gewesen. Es gibt hier in Berlin ja durchaus die Frage, ob Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ihn angerufen habe oder ob er nur über X, vormals Twitter, sich geäußert habe und sein Beileid ausgedrückt hat oder seine Sorge ausgedrückt hat. Da ist er nicht deutlich geworden. Also das haben die Journalisten heute nicht rausgekriegt, ob er auch telefonisch geantwortet hat. Wenn man Olaf Scholz' Aussagen übersetzt, dann hat er nicht zum Telefonhörer gegriffen. Jetzt weiß man ja, dass die USA ein wichtiger Partner für Deutschland sind, auch wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht. Mit einem Präsidenten Trump könnte sich da ja einiges ändern. Wie gut ist Scholz denn auf einen möglichen Präsidenten Donald Trump vorbereitet?
Ach, die Bundesregierung fährt auf vielen Ebenen, auch mit den Ministern, durchaus zweigleisig, führt momentan viele Gespräche, versucht so viele Verträge wie möglich noch abzuschließen, bevor möglicherweise Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Der Kanzler war heute mit Blick auf Trump durchaus gelassen und glaubt, dass er das auch hinkriegt. Aber natürlich bleiben große Risiken. Und eine der ganz großen Risiken ist natürlich die Frage der Ukraine-Finanzierung. Da hatte der Bundeskanzler aber schon mal in einer Regierungserklärung vorgebaut und hat dann gesagt, sollten die Finanzzusagen der USA für die Ukraine-Hilfe zurückgezogen werden oder auch die militärische Unterstützung, dann stellt sich möglicherweise die Frage einer neuen Schuldenlast, einer Aufhebung der Schuldenbremse neu. Ja, noch ein weiteres Thema. Nach der Sommerpause stehen ja Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an. Wie blickt Scholz denn diesen wichtigen Wahlen entgegen? Er blickt denen, was seine Partei angeht, mit Sicherheit ein wenig mit Sorge entgegen, besonders was Brandenburg angeht. Da gibt es ja einen SPD-Ministerpräsidenten. Aber er ist davon überzeugt, dass die Leute schon verstehen werden, dass das Handeln der Bundesregierung, das, was man aufs Gleis gesetzt hat, auch Früchte tragen wird. Aber bezogen auf die Landtagswahlen, die bevorstehenden in Ostdeutschland, ist der Optimismus eines SPD-Politikers nicht gerade sehr hoch. Für Scholz geht es ja jetzt erst noch nach Paris zu den Olympischen Spielen. Und am Wochenende startet dann der Urlaub des Bundeskanzlers, 3 Wochen lang. Wie stehen denn die Chancen, dass es ruhig bleibt und der Kanzler auch mal abschalten kann? Also er selbst hat ja gesagt, er kann in die Sonne gucken und wunderbar abschalten. Grundsätzlich liegt es in der Natur des Amtes, dass man nie so wirklich außer Dienst ist. Und dann gibt es noch einen Termin in der kommenden Woche. Da wird das Bundesverfassungsgericht vermutlich über die Wahlrechtsänderungen entscheiden und die sogenannte Grundmandatsklausel. Da könnte es noch etwas unruhig werden, je nachdem, wie Karlsruhe urteilt. Aber da muss man sagen, das hat meine kluge Kollegin Claudia Kornmeier ja schon festgestellt, das ist eigentlich kein Kanzlerthema, sondern das ist dann ein Thema und eine Niederlage für die Ampelfraktionen, weil dieser Vorstoß kam aus der Mitte des Parlaments. Also schauen wir mal, wie gut es klappt mit dem in die Sonne schauen für den Kanzler. Vielen Dank für diese Zusammenfassung der Sommer-PK. Christoph Mestmacher. Gerne.